So, Rot-Weiß Essen, dritte Liga, siebter Spieltag. Und es steht gar nicht mal so schlecht. Haben wir ein bisschen Transferbudget offen. Hatte ich zuletzt noch das Interesse, irgendwas zu kaufen? Was sagt denn die Kaderbewertung? Linkes Mittelfeld, keine Doppelbesetzung. Ja doch, mit dem Hauk Fabian, aber Hauk Fabian ist ein scheiß Spieler. Moment, Stadion bauen. Ne, nicht hier. Nein, ich wollte aufs Gelände. Moment. Etage fürs Jugendinternat. Auch witzig, dass die Sachen sofort gebaut sind. Ah, nee, stimmt gar nicht. Oder doch? Bin irritiert. Oder habe ich es nicht gebaut? Doch, zwei Jugendinternat-Etagen. Vielleicht sollten wir ihn hier auch noch fördern. Wo auch immer er herkommt. Ich glaube, der war vorher nicht bei den U17-Spielern. Ah, sehr schön. Aber du bist nicht auf meinem du bist nicht auf dem Transfermarkt. Human Resourcing ist unterbesetzt. Ja, sei es, mein Kader vielleicht ein bisschen groß geworden ist. Naja, eigentlich will ich ja ein paar Spiele auch loswerden. Trotzdem. Dankeschön, Flippo. Eigentlich so viele neue Namen auch im Team.
Ach, der wurde immer noch nicht nachgepatcht, dass man die Leute wieder loben kann. Boah, Leute, das muss ein Sieg sein. Muss ich euch leider sagen. Wenn ihr gegen Wacker Burghausen verliert. Bleibt dann halt auch keine gute Chance gegen andere. Oder, ja, wir müssen ja eh nur in der Liga bleiben. Also kein Abstiegsplatz. Da sind wir ja weit weg von. Ja, okay, wir hatten auch erst ein paar Spieltage, trotzdem. Ach, Konde, ich hatte dich extra eingewechselt, weil du doch einfach so einen harten, eigentlich so einen harten Schuss hast. Schönen guten Abend, Eli. Da tauschen die alle noch ein bisschen aus. Von Burghausen. Ich glaube, in 6 Tagen schließt die Transferliste. Da muss ich vorher nochmal gucken, was ich vielleicht noch bei mir vom Scouting kaufen will. Nee, Regeneration ist okay. So, vertragstechnisch seid ihr alle noch bis 2025. Rechts außen, links außen Stürmer. Möchtest du das letzte Jahr deiner Karriere bei uns spielen? Ich denke schon.
Das ist die dritte Liga. Ne, kein Gegenpressing, ihr müsst euch erholen. Und den Rest der Woche könnt ihr gerne arbeiten an eurer Kondition. Puh, ganz schön alt geworden. Er ist nicht mehr der Jüngste. Ich möchte echt wissen, ob die sich den vorher überhaupt mal angeschaut haben. Ja, haben wir. Und nicht immer eine Sturmspitze spielen und zwei außen. Dem Gegensatz von Sebastian Blanco, den ich gekauft hatte, ich glaube, der war vereinslos, ne? Und Adam zum Beispiel direkt fit als Rechtsaußenstürmer. Und der Linksaußenstürmer ist nur der Ersatz der Holtmann, obwohl Gerrit eine Verbesserung ist. Wer da spricht, ist der, wie in dem Verhandlungsding drin stand, der Manager von dem Spieler. So, Zvetla ist wieder im Tor. Ist aber gar nicht so geil, weil der hat noch keine richtige Kondition. Müssen wir in der Halbzeit austauschen gegen den Getke. Viertplatzierter gegen uns. Ach, ihr macht das doch wundervoll. Das war zwar unnötig, aber was soll's.
Ach, ausgleichende Gerechtigkeit. Natürlich mache ich mir Sorgen. Teamstärke ist relativ ausgeglichen zu uns, obwohl Hoffenheim hat anscheinend auch ein Fitnessproblem. Hier links Außensturm hat eine Fitness von 0. Und jetzt haben sie ausgetauscht und er ist so offensives Mittelfeld. Oder ich habe in die falsche Reihe geguckt. Alles ist möglich. Nicht schlimm. So, Engelmann, du bist kein bisschen fitter. Mach ich den Wichser nicht wegen der Fitness, sondern wegen der Vorbelastung mit der Karte. Leute, die Männer auf der Spitze des Berges, die sind da nicht raufgefallen. Und wenn ihr nicht bereit seid, alles zu geben, ich meine wirklich alles. Ah, guck mal, die haben auch Kondition von 42 nur mit dem Team. Da kassiere ich alle Handys ein. Da gibt's gar kein Internet mehr. Und die Spielekonsole auch! Ach, sehr schön. Ja, die Ansprachen für die Halbzeit, die sind eigentlich ganz gut, aber ich habe, glaube ich, inzwischen schon fast alle gehört. Ich habe übrigens die Taktik nach Spielzerstören gewechselt, weil theoretisch weniger Chancen zugelassen werden dann beim Gegner. Oh, ist das bitter. Ja, so ist das dann. So muss ich später nicht absichtlich schlecht spielen, damit ich nicht auf den Aufstiegsplatz aus Versehen bin. Aus Versehen. Du trainierst weg, dass du Kreativitätsproblem hast.
Weil eigentlich brauche ich bei meiner Spielweise gar keine offensiven Mittelfeldspieler mehr. Du kannst eigentlich auch raus, auch wenn du viel und gut gespielt hast für uns. Wie alt bist du? 26. Du wirst auf jeden Fall vielleicht nochmal verkauft. Nee, Zwettler werde ich definitiv nicht verkaufen. ...5,8er Sturm ist interessant. ...6,1er Torwart. Ich habe ja einen Ersatztorwart. Das ist auch interessant. Rechtes Mittelfeld 4,7. Das sind ja alles hier, ne? So Last-Minute-Käufe. Du. Transferliste schließt. Ja, ich verkaufe Spieler zu billig. Felix Weber ist nicht begeistert, dass noch ein weiterer Spieler für seine Position verpflichtet wurde. Dann sei er einfach besser. Sehr schön. Verbesserung des Rechtsaußenverteidigers. Jugendspieler ist erstmal nicht so wichtig. Was ist denn der beliebteste Spieler? Früher war es bei mir immer der oberste. Was ist denn hier passiert? Da ist sogar mal ganz kurze Zeit mehr Fans. Oh, das ist hier so ein Mist mit den Fans. So, Kosten pro Mitglied werden zwar erhöht. Wie viel bekommst du mit dem Code? Ist unterschiedlich. Das kommt auf das Spiel drauf an, was gekauft wird mit dem Code. So, du kommst auch ins Internat.
Ja. Und weil sonst niemand hier ist, kommst du auch einfach Rechtsaußenverteidiger. Du bist zwar kein großes Talent, aber wir können ja einen soliden Spieler aus dir machen und dich später verkaufen. Was ist... Ich werde nicht darüber reden, was über den Affiliate-Link generiert werden kann. Aber normalerweise wird prozentual natürlich verrechnet, wie bei allen Affiliate-Programmen. Achso, da fehlt ein Brokaufmann. So, noch mehr aktive Erholung und dann reist er noch Ewigkeiten an, aber es passt schon. Wir machen daraus ein Kurzzeittrainingslager. Richtig, mehr als 0 und weniger als 100%. Das ist ein guter Satz. Das hasse ich auch wieder bei dem Spiel dann hier. Dann gibst du an, dass... sag ich mal, der Fanclub betreut werden soll, automatisch. Und es passiert nichts. Du musst wieder aktiv das selbst machen. Also ein neuer Spieler, Morey Welles. Verdammt, ich glaube, mein Trüppchen hier zu stark aufgestellt. Ich glaube, damit könnte man sogar aufsteigen. Ich hatte einfach zu viel Transferbudget und ich habe nicht mal alles ausgegeben, weil Knauser. Wir spielen übrigens gerade Spiel zerstören, Saarbrücken. Also als Grundtaktik. Warum willst du nicht aufsteigen? Weil du dann, finde ich, Probleme bekommst. Also normalerweise eine Runde in der bestehenden Liga machen, halte ich immer für ganz gut. Vor allem Platzek spielt in den letzten Spielen echt so super und ich kann ihn nicht loben dafür. Er war ein Riesentalent. Untere Profistufe. Ja, aber da 35 ist, da passiert nicht mehr viel in deinem Leben. Du wirst noch 2 Jahre den Ball schieben. Maximal. Yeah.
Was eine Rakete. Und sich direkt verletzen danach. Da kommst du rein als offensiver Mittelfeldspieler. Alternative habe ich jetzt nicht. Kennst du den Film Königreich der Himmel? Ja. Hat sie die Schulter beim Jubeln gezerrt. Ab ein gewisses Alter ist das die Standardverletzung im Profifußball. Man versucht nicht direkt zweimal aufzusteigen. Das hat noch keinem Verein gut getan. Du kannst einfach den Kader nicht so viel auffüllen. Das ist die Sache. Also auch meine Auffassung. Du musst das Kader ja, sag ich mal, auch verstärken. Nach dem Aufstieg. Und das ist halt nicht immer so schnell möglich. Außer du willst wirklich von Saison zu Saison immer mit den Altstars spielen und die einkaufen, die dann nach 2 Jahren aufhören, bei dir zu spielen. Ha, Eigentor. Ist ja schon fast wie EM-Spiel. Bei EM sind wenigstens viele Tore und spannende Spiele rausgekommen. Ansichtssache. Noch so viel Vereinsbudget übrig. Wie ist meine Stadionauslastung? 63%. Okay, Büroauslastung ist auch wieder zu hoch. Wir müssen das Bürogebäude nochmal erhöhen. Sonst beschweren sich die Leute wieder. Besucher wissen Toiletten zu schätzen.
Passt schon. Meisten Tore seit 35 Jahren laut Statistik. Gut für Techniktraining, kein Ball holen. Aber Ball holen macht uns doch erst richtig stark. Nein! Ah! Nur einen weiteren Platz bauen, damit das Training, also Verletzungsrisiko beim Training reduziert ist. Weil ich halt noch so viel Budget übrig habe. Ja, legt ruhig Geld an. Ja, der lokale Flughafen lohnt sehr die Investition in die Erreichbarkeit des Stadions vom Flughafen aus. Weil ja so viele Leute gerne ein Drittligistenspiel sehen wollen. Baust du einfach 80 Fußballplatz und gut. Die Fußballplätze haben was mit Training zu tun. Also verbesserst, sag ich mal, gewisse Trainingswerte. Dadurch, dass du die baust. Toll, kannst nicht bringen mit den Leuten. Gute Nacht, Lonely. Ach komm, ich muss keine Ansprache halten. Zuletzt haben die immer verloren. Deshalb, das wird schon klappen. Naja, wir müssen ja nicht so lange warten, bis es wieder ein internationales Fußball-Event gibt. WM ist ja schon nächsten Winter. Das ist ja so gesehen schon morgen.
So, alles läuft auch ohne, dass ich irgendwas großartig getan habe. So sollte es doch sein im Fußball. Am Ende im Interview sagen, ja, meine taktischen Ansprüche wurden komplett umgesetzt. Naja, nur wenn Adolf Hitler der Anführer ist, müssen wir der Trainer. Da war einer, der hat eine hellere Hautfarbe als ich. Aber wenn ich noch einen besseren Stürmer hätte als der Platzig in der Mitte, ne? Dann wird das erst richtig abgehen. Technikheber vom Weber. Den könnte er haben. Unser Tordifferenz hat es trotzdem gut getan. Namenstachel. Und ich habe auch eigentlich gerade erst eingestellt. Hier ist wirklich die Zufriedenheit wieder normal.